Ja, das sieht hervorragend aus. Eine Kralle zum Verkaufen und hier haben wir, was ist das? Ein Armreifen. Gucken, ob wir den anlegen können. Jawohl, legen wir natürlich an. So. Jetzt hier noch ein paar Faulschnäbel killen. Und dann habe ich auch gleich schon wieder zwei Parts. Mann, das ging heute so schnell. Und ich habe noch gar nicht so viel erzählt. Entweder ist das jetzt gleich so ein stummes Let's Play, aber es kommt mir nur so vor. So. So. Und wir haben ein Buch zur Verbesserung von einem Spell von uns. Das werden wir natürlich sofort machen. So. Und dann geht's weiter. Mit dem Killen. Jo. Ist das bei euch auch so, wenn ihr euch was im Kopf gesetzt habt, dass ihr davon nicht loslassen könnt? Also, dass ihr das unbedingt durchziehen möchtet? Also ich kenne viele Leute, die haben noch gar keine Vorstellung, was die machen möchten. Auch bei mir in der Stufe gibt es halt Leute, die noch nicht genau wissen, was sie nach dem Abi machen möchten. Aber ich weiß nicht, ich hatte relativ früh so meine Vorstellung, was ich gerne erreichen möchte und wie mein Leben aussehen soll. Hab hier da auch so ja schon Zukunftswünsche. Oder wie euer Leben halt aussehen soll, würde mich mal interessieren. Was ihr da so ja für eure Zukunft geplant habt. Ich finde das immer interessant, so Leute zuzuhören, wie die ihre Zukunft gestalten möchten oder wie die das Ganze planen. Dann teilweise auch mal zu sehen, gerade so bei Freunden, wie das dann halt später aussieht. Also, ob die wirklich ihren Plan durchziehen oder ob das alles jetzt nur so eine, sag mal, Kindheitsidee ist und später alles ganz anders machen. Nun ja. So, wir haben Level 15 erreicht. Einmal GZ an uns. Oh, wir haben einen neuen Spell. Der ist übrigens sehr schön. Erkläre ich euch auch sofort. So, Schatten beschwören. Damit können wir uns unsichtbar machen. Ich zeige euch das mal. Schwupps, sind wir unsichtbar. Ist eine coole Sache. Können wir von einigen Gegnern nicht gesehen werden. Brauchen wir jetzt nicht. Deaktiviere ich mal wieder. So, verringert die Bedrohlichkeit zu Zielbegegnung um 243 bis 297. Unterbricht Zielbegegnung. Erschüttern. Ja. Kenne ich. Was soll ich jetzt dazu großartig sagen? Werden wir später wahrscheinlich brauchen, den Spell. Erstmal auch noch nicht ganz so häufig. Vor allem, das ist auch wieder so ein Encounter-Spell. Und wir haben hier keinen Encounter. Das sind alles Single-Mobs. Und ja. Ja, Single, ne? Viele Leute sagen, also hat jetzt eigentlich gar nichts mit Single zu tun. Im Gegenteil, aber fiel mir gerade mal so ein. Die sagen immer auch, wenn man sich so untereinander unterhält, so mit Freunden und Kollegen und hasse nicht. Ja, nee, erziehungsmäßig so wie meine Eltern das gemacht haben, so würde ich das nicht machen. Ich würde das alles anders machen. Und teilweise hört man auch schon mal von Erwachsenen, ja, meine Eltern haben es so gemacht und ich wollte das gar nicht so und habe mir vorgenommen, wenn ich ein Kind habe, ich würde das anders machen. Und im Endeffekt hat man es doch nicht anders gemacht. Da finde ich auch immer so interessant, was daraus wird. Genauso wie gestern haben wir uns mit einigen Leuten zusammengesetzt und haben gelernt fürs Abi.
Und wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ach, da oben, genau, die Quest abgeben. Ich wusste, es hat einen Sinn. Also gestern haben wir gelernt und uns auch so unterhalten und da meinte einer, was für eine beschissene Schulreform. Wenn ich mein Abi fertig habe, ich gehe in die Politik rein und mache eine neue Schulreform. Haben irgendwie schon viele gesagt und ich muss sagen, umso mehr Leute an dieser Schulreform rumschrauben, umso beschissener wird sie. Also das finde ich immer total schrecklich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, unsere Schulreform ist total beschissen. Auch im Studium dieses Bachelor-Master-System. Oh, ein AA-Punkt, direkt mal einsetzen. Dieses Bachelor-Master-System wurde ja eigentlich ja, entwickelt, damit alle anderen Länder, also quasi überall auf der Welt, die das Bachelor-Master-System haben, dass alle Leute gleich sind. Also vom Lernstandard her. Aber ich habe jetzt schon von einigen Kollegen gehört, dass es gar nicht so ist. Also die haben dann Austauschstudenten und die sind teilweise vom Semester her weiter oder im gleichen Semester und sie haben halt einen geringeren Wissensstand. Manchmal ist es natürlich auch umgekehrt, dann wissen die viel mehr. Also irgendwo kann da doch was nicht stimmen. Also wer sich dann sowas ausdenkt und sowas nicht umsetzen kann, ja, dann sollte man es doch lieber lassen. Finde ich natürlich auch irgendwo gut, dieses Bachelor-Master-System. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, quasi ewig zu studieren, wie diese ewigen Studenten, die man kennt. Ja, das finde ich schon mal eigentlich ganz gut, weil wer studieren möchte, der soll sein Ding durchziehen und dann nicht, ja, ich studiere jetzt mal und eigentlich habe ich auch gar keine Lust dazu, aber so muss ich halt nichts machen. Das finde ich echt doof, weil die Leute sitzen nämlich dann auf dem Geldbeutel vom Staat, das heißt, auf dem Geldbeutel von uns, also alle diejenigen, die ein Einkommen haben und Steuern zahlen müssen. Ja, also finde ich schon mal so ganz in Ordnung. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier wirklich machen sollen. Ich bin hier am Quatschen und am Hin- und Herlaufen. Achte aber nicht auf die Quest. Ah, wir sollten nur einen killen und dann zurückkehren. Okay. So. Okay. Gehen wir einmal zurück, geben die Quest ab, dann können wir weitermachen. Ach, das ist ja hier direkt hier vorne. Und ich höre gerade, dass die Türklingel geht. Das heißt, ich bleibe hier einmal kurz stehen, mach mal kurz Pause, bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Gleiche Aufnahme noch. Ich habe mich nicht von der Stelle bewegt. Und jetzt geht's direkt weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade erzählt habe. Noch außer Atem. Kurz zur Tür gerannt. Ja, und was ist? Nachbar will was abgeben. Bin ja ganz froh drüber, dass wir hier so eine schöne Nachbarschaft haben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist sehr erfreulich, wenn man andere Leute hört, was da immer für ein Theater gibt. Die Musik ist zu laut und sonstigen Kram. Finde ich schrecklich. Also würde ich ganz ehrlich auch irgendwann durchdrehen oder wegziehen. Wegziehen geht natürlich nur, wenn man Geld hat. Aber, boah, das wird mir auf den Senkel gehen. Ganz ehrlich. Wenn, die Nachbarn ständig laute Musik anhaben würden oder man hört selbst mal kurz ein bisschen Musik. Ja, muss man ja nicht übertreiben. Leute übertreiben es ja auch schon mal ganz gerne damit. Aber dann sofort der Nachbar hier Randale machen würde, was Gott sei Dank bei uns auch nicht so gut geht mit der Musik, denn
ja, im Haus selbst kann es eigentlich kaum Probleme geben. Und das nächste Haus sind dann, ja, da wohnen die Nachbarn drin und die kriegen das eigentlich mit der Musik dann auch nicht mit. Aber es gibt halt, oh, auch andere Momente, wo man dann ganz ehrlich sagen muss, ja, mal ganz nett, dass die Leute auch wirklich so nett sind. Also die Nachbarn. Wenn man im Garten grillt und mal ein bisschen Rauch rüberzieht. Habe ich schon erwähnt, dass wir tot sind? Das passiert mir übrigens jedes Mal an dieser Stelle. Und daraus gelernt habe ich immer noch nicht. Naja, okay. Ach, wir können eine Quest abgeben. Hat doch einen Vorteil. Okay. So. So, also wer so sagt, ne, der hat den ganzen Tag nichts gemacht. Habe ich eigentlich auch gar nicht. Muss ganz ehrlich sagen, bin heute Morgen nicht so super aus dem Bett rausgekommen. Aber nun ja. Infolgedessen habe ich auch nicht wirklich so viel gemacht. Gleich steht natürlich noch eine Menge für mich an, was ich noch erledigen muss. Habe ich jetzt gerade wieder auf den Spell draufgeklickt? Naja, okay. Ja, irgendwas hatte ich vorhin noch erzählt, wo ich noch was weiter erzählen wollte. Schule, ich meine, wir hatten Schule, Uni, Bachelor, Master System. Ach, Mann. Wenn ich mir sowas nicht aufschreibe oder ich einfach mal ebenso aus dem Gespräch rausgerissen werde, vergesse ich sowas. Bachelor, Master, Uni, Studium, bla bla bla. Ja, genau. Zentralabitur. Seit, ich glaube, 2007 ist das Jahr, gibt es das erste, also 2007 war das erste Mal Zentralabitur, zumindest hier bei uns. Finde ich auch in Ordnung, so etwas. Aber in jedem Bundesland werden halt andere Prüfungen geschrieben. Das heißt, wir haben bundesweit wieder mehrere Prüfungsarten oder auch Schwierigkeiten. Finde ich ehrlich gesagt doof. Wenn wir schon ein Zentralabitur haben, dann soll es auch bundesweit, also überall in Deutschland, gleich sein. Wie zum Beispiel Bayern, da sagt man das schwierigste Abitur überhaupt. Ich glaube, das ist auch so. Wenn man sich auch mal die Prüfung anguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist nicht einfach. Aber warum können wir das nicht überall in Deutschland gleich machen? Also ich möchte niemanden, der, ich sag mal, zu den Bundesländern gehört, die ein leichtes Abitur haben. Oh, wir dürfen nicht angegriffen werden, um das zu benutzen. Sagen, die sind schlecht. Nein, auf keinen Fall. Auch nee, nicht schon wieder auf einen. Das sieht immer so stark nach Sterben aus. Und ich bin gerade nicht konzentriert hier bei der Sache. Gefällt mir ja so gar nicht. Ja. Bitte keinen Kommentar. Aber ich würde es halt besser finden, wenn wir alle einheitliche Prüfungen schreiben würden. Wenn wir schon sowas haben, dann kann man auch untereinander alle Leute quasi mit dem Wissensstandard gleichsetzen und sagen, ja, eine 1 ist hier genauso wie eine 1 in Bayern und eine 1 in Niedersachsen ist genauso wie eine 1 in Mecklenburg-Vorpommern. Finde ich irgendwie ganz ehrlich gesagt doof. Aber nun ja.